2 9 Daily Blog. Ja, wie immer an der Bushaltestelle. Das hat mich jetzt auch nicht gehabt, aber ich kann ja nur ganz kurz einkaufen. Da habe ich keinen Bock mit dem Fahrrad bis nach Vierlinden zu fahren. Und ich mache ja danach noch Sport. I don't know, ob ihr mich hören könnt. Ich hoffe mal. Ja, auf jeden Fall musste ich jetzt noch 1 Minute warten, bis der Bus kommt. Und dann geht es gleich zum Rewe zum Vierlinden, treffe mich kurz mit Stefan und dann fahren wir beide auch nach Haus. Der war ja heute Morgen schon wieder unterwegs. Lieber zu Hause bleiben. Ich war zwar vorhin auch ganz kurz mit meinem Freund bei Rewe, aber ich habe meine Sachen vergessen. Ich habe ja nur eingekauft für Familie. Und heute Abend gibt es Wedges mit Schnitzel. Yeah! Uhu. Und es ist so schönes Wetter. Auch nur mein Ding so. Und der Bus kommt. Ja. Wir sehen uns dann bei Rewe drin. Tschüss. Le Kuckuck. So, Leute, richtig geiles Wetter. Und I'm back in Sarah. Yes. Und es ist 14:23 Uhr. Ja, sehr gut. Um 26 bin ich losgefahren. Und knapp eine Stunde. Was ist das? Wieder zu Hause. It's hard to believe that I can see. Übrigens, Leute, ich habe 3 Kilo abgenommen. Also Sport läuft. Sonne gut, alles gut. Schönes Wetter. Ich gehe jetzt auch noch mal raus. Für heute Abend gibt es ja geile Schnitzel. Yes, yes. Oh, mit Jägersoße und Kartoffelwedges, geil, oh. Bestes Life ever. Mal gucken. Das soll ja nicht so schönes Wetter werden. Oh, dann hätte ich ja gerade gesehen. Heute vorhin, wo ich mit meinen Freunden lang gefahren bin, ist sie mal 30 geworden. Und ich zeige euch das dann mal, wenn ich da hinkomme, wie es da aussieht. Bis dann, tschüss! So Leute, endlich at home und meine Haare sind echt, naja, jetzt geht's gerade. Und tun die sich immer so hinwirken. Und man sieht meine Sprockles. Hm. Ich ein Sommerkind bin, Leute. Was seid ihr eigentlich, wann seid ihr eigentlich geboren, Leute? Ich habe ja demnächst Geburtstag. Und wir waren gerade noch draußen und gucken jetzt noch Twilight bis zum Abendbrot. Es läuft ja und morgen läuft Honey 2. Ich freue mich drauf. I can be a freak. Okay, ich liebe es nämlich auch zu tanzen. Habt ihr vielleicht auch mal ein Video gesehen, wo ich noch bei, sagen wir schon, wo war das nochmal? Bei Easy Fitness war. Momentan kann ich ja nicht ins Gym. Aber so Homeworkouts und so sind eigentlich auch ganz gut. Ich komme ja gleich. Hab nur was geguckt gerade. Ich komme. Und hier wird gerade was mit Gülle gemacht und das stinkt bis ins Haus, Leute. Weil wir haben ja auch alles offen und so. Also es riecht sehr, sehr ekelhaft. Und wie gesagt, heute Abend gibt es Schnitzel. Guckt euch meine Sommersprossen an. Ich habe sie von Natur aus. Ich muss mir die nicht aufmalen. Wie Anna-Maria Damm und Inisa. Also die ehemalige Freundin von Simon Dessio. Die malen sich ja alle momentan oder auch Vater. Meinen sich Sommersprossen auf. Mit so einem Henna. Das haben sie ja geschenkt bekommen. Und wie gesagt, Leute. Natur pur. Ich brauche es nicht. Das Einzige, was ich brauche, ist hier. Muset. Ich komme gleich. Tschüss. Leute, ich habe gerade noch Sport gemacht. Und
Es hat übelst gut getan. Ihr seht, wie mein Gesicht aussieht, wie eine Tomate. Boah. Voller Schweiß. Und ich habe mich gerade umgezogen. Ja, mein Disney-T-Shirt angezogen. Ja. Auf jeden Fall müsste es demnächst Abendbrot geben. Mein Papa ist auch schon da. Der war auch halb verschwitzt. Seit 9 Uhr hat er ja gesagt, der musste ja arbeiten. Und ich würde mal sagen, ich werde auch an der Stelle das Video. Weil Abendbrot und so, danach ist nichts mehr. Vielleicht später nochmal mit jemandem skypen. Oder so, mal gucken. Und auf jeden Fall wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Montagabend noch. Und das Video wird heute noch online kommen. Ich versuche jetzt doch jeden Tag irgendwas zu machen. Auch in dieser Quarantänezeit. Also Corona-Zeit, Quarantäne. Ihr wisst schon Bescheid. Tschüss und bis morgen. Gute Nacht, good luck.